Slivo? Ja? Was siehst du in der Zukunft? Was sehe ich in der Zukunft? Ich sehe in der Zukunft viel Sonne, vor allem die nächsten Monate. Dann sehe ich schöne Konzerte. In der Sonne? In der Sonne. Viele, viele schöne Konzerte in der Sonne. Dann sehe ich Mopeds vorbeifahren. Ja, das ist der Clemens. Dann sehe ich ein bewegtes Wien. Ein bewegtes Wien sehe ich. Inwiefern bewegt? Naja, die freien Plätze. Viel bewegt, Donauinsel oder Gänsehäufel. Kann man ja alles machen. Das ist, wird die Bewegung sein. Schwimmen. Schwimmst du? Ich schwimme gern. Also ich dümpel. Ach so. Aber die Kinder schwimmen gern, was für mich je dümpeln ist. Aber nicht so Davidoff-mäßig. Ich würde gern so rein und dann diese Delfinschwimmung. Also diese Delfinschwimmen. Schon sehr beeindruckend, wenn du das machen würdest. Das ist gut. Kannst du kraulen? Ich kann kraulen. Ich kann auch Delfinschwimmen. Wirklich? Ja, ich habe... Zweimal? Ja, zweimal, dreimal. Vielleicht fünfmal. Sagen wir 10-mal und dann brauche ich einen Masseur. Oder irgendein Schmerzmittel oder so. Und du machst das Delfin auch nur auf der Höhe, wo die Kinder sind. Das heißt, es ist nur so tief. Ja, höher geht nicht. Das heißt, ich schleife die Füße nach. Was siehst du sonst noch in der Zukunft? Was siehst du in der Zukunft? Keine Konzerte. Wirklich? Na, glaube ich nicht dran. Hoffentlich Sonne, unbekannte Freizeit, Langeweile und hoffentlich eine große Veränderung im ökologischen Bewusstsein. Veränderung sehe ich auch. Ja, da hinten, gell? Ganz hinten. Ganz hinten da? Zwischen der Bergkuppe, da sehe ich die Veränderung. Verändert sich auch gerade. Ja. Oder ist das die Pole? Genau, sind das die Pole. Es sind mehrere Veränderungen. Ja. Glaubst du an so Glückskekse? So Sprüche da drin? Ja, sie machen was mit mir. Ich weiß aber nicht, ob ich dran glaube. Weil im Notfall kann ich so viele Glückskekse aufmachen, bis das kommt, was ich brauche. Und die isst du dann auch? All diese Pappstyropor-Dinger, das finde ich das Allerschlimmste. Die esse ich nie. Ja. Isst du die? Ja, ich dachte mir immer, man muss die essen, damit das wird. Andere haben mir so gesagt, du müsstest Papier essen. Nein. Aber vielleicht wirkt es deswegen bei mir nie. Ja, und ihr schaut mich an, ich habe alles. Aber diese Kekse darf man nicht essen. Ja, die heißen doch Kekse, Glückskekse. Das ist okay. Du wirfst die dann weg. Du willst nur den Zettel. Ich lasse sie liegen, ja, ich will nur den Zettel. Ich esse halt was Gescheites vorher. Ja, ich esse nur die Glückskekse. Ich gehe ins Restaurant und sage 20 Glückskekse, bitte. Das ist gesund. Ja, okay, dann kann es nicht wirken. Jeder glaubt ans Glück anders. Ja. Aber ich glaube, dass wir glücklich sind dieses Jahr noch. Das glaube ich auch. Und Langeweile hat ja auch irgendwie, das ist ein Wort, das klingt ein bisschen langweilig, aber Langeweile kann wunderschön sein eigentlich. Das gibt es ja hier in Österreich, Müsiggang. Ja. Das ist richtig. Das finde ich was Gutes. Ja, ich finde auch, was Gutes. Also ich finde es genauso 10 Minuten gut. Dann wird es fragwürdig. Wir können uns so auf ein paar Stunden einigen. Treffen wir uns in der Mitte. Ja. 1 Stunde 35 Minuten Müsiggang, dann ist gut. Passt für mich. Also, glauben wir ans Beste. Ja.